Sie sind hier, 15. September 2018, 13.14 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Robin Wensing stößt gegen Israel zum Kader der Nationalmannschaft. Urheberrecht Getty Images. Die deutsche Nationalmannschaft bekommt im Kampf um die WM Unterstützung von Kapitän Robin Wensing. Ein Ludwigsburger muss für ihn weichen. Die deutsche Nationalmannschaft kann im wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Israel am Sonntag in Leipzig 18.00 Telekom Sport auf Kapitän Robin Wensing zurückgreifen. Wie der Deutsche Basketballbund DBB am Samstag mitteilte, stößt der 29 Jahre alte Forward kurzfristig zum Team, um seine Kollegen beim Griff nach dem WM-Ticket zu unterstützen. Am Samstagabend werde der Profi von Besiktas Istanbul bereits mit der Mannschaft trainieren. Jello muss für Wensing weichen. Wir freuen uns sehr, dass Robin für das Spiel gegen Israel zur Verfügung steht. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, hat uns in manchem Spiel getragen und wird keine Probleme haben, sich schnell wieder einzufinden, sagte Bundestrainer Henrik Rödl. Karim Jello, 21, MHP Riesen Ludwigsburg, muss für Wensing aus dem Aufgebot weichen. Karim hat hier wirklich einen tollen Job gemacht, er war ganz schnell integriert und hat seine Aufgaben bestens erfüllt. Ich bin sicher, dass er von hier einiges mitnimmt und bestimmt nicht das letzte Mal bei der Nationalmannschaft gewesen ist, sagte Rödl. Die deutsche Auswahl gewann ihre bisherigen 7 Qualifikationsspiele, mit einem Erfolg am Sonntag wäre das Ticket für die WM 2019 in China vorzeitig gelöst. Zuletzt hat eine DBB-Auswahl 2010 in der Türkei bei einer WM-Endrunde gespielt. Von Sportinformationsdienst.